So, hallo Freunde mit Elbernkumpels. Hier ist nochmal der Jens. Ja, so ist es nun mal. Jetzt habe ich den Akku ausgetauscht. Mal sehen, wie lange der hält. Also 6 Minuten. Das lohnt sich nicht. Da seht ihr wohl ein, oder? 6 Minuten lang. Und jetzt stellt euch mal vor, ich lasse mein Handy da zu Hause und versuche noch mit der Kamera zu drehen. Was dann passiert, wenn 6 Minuten um sind und das Ding geht aus? Dann stehst du da und nö. Jetzt fahre ich auch nicht nochmal Helme. Wisst, was ich meine, ne? Also wenn der Akku jetzt genauso wenig hält wie der da, vergesst es. Dann muss ich mir eine andere Kamera besorgen und dann ist das Ding fort. Ist mir dann egal. War ja nicht teuer. Ist ja nicht so schlimm. Ist wahrscheinlich auch zu alt, deswegen schafft es auch kein 16:9. Nur in der Kamera funktioniert 16:9. Und wenn ich das Video auf dem PC ziehe, geht auch 16:9. Sobald ich es aber hochlade bei YouTube, 4:3. Keine Ahnung warum. Naja, gut, okay. Ich hatte ja euch versprochen, dass ich euch noch ein Fahrvideo zeige von meinem vollständigen ICE. Ich hoffe, dass der das jetzt ordentlich macht. Ja, das ist mein Standardspruch, leider. Ich habe wirklich lange gebraucht, dass das Ding ordentlich läuft. Ich musste die Wagen anpassen, also nicht in dem Sinne, dass ich was kaputt gemacht habe, sondern ich habe die Wagen drehen müssen, die Kupplungsstangen richtig einstellen. Also keine Ahnung warum. Er ist immer hinten entgleist oder der zweite Wagen hinterm Bordrestaurant ist rausgeflogen. Ich weiß nicht warum der das gemacht hat, aber kann man nichts machen. Ich versuche jetzt mal eine Runde zu fahren für euch mit dem ICE. Und ich hoffe, dass es funktioniert. Ja, gut. Dazu werden wir jetzt erstmal Folgendes machen. Da ich ja immer noch keine Stoppstellen habe, jetzt müssen wir erstmal das Licht wieder anmachen. Da ich ja keine Stoppstellen habe, muss ich ja logischerweise wieder die Rangierlok deaktivieren. Was heißt deaktivieren? Stellt er daneben. So, jetzt ist die nicht mehr fahrtüchtig. Man sieht zwar kaum, dass sie ausgegleist ist, aber sie ist halt gerade nicht fahrbereit. Sie wartet halt, dass der ICE vorbeifährt. Sie ist ja auch nicht gerade schnell. So, dann müssen wir noch die Weiche stellen, damit der nicht auf den Güterzug drauf knallt. Das wäre nämlich gar nicht so schön. So, und dann müssen wir nämlich logischerweise, und das ist ja das Problem an diesem ICE rückwärtsfahren, ist nicht. Das geht einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass diese Wagen einfach, weil sie nicht perfekt sind, das werde ich euch jetzt nochmal zeigen, das geht einfach nicht. Ich habe alles versucht, wenn du rückwärts fährst mit dem Zug, es gibt nur ein Chaos oder es zu lang, keine Ahnung. Vielleicht sind auch meine Kurven zu eng, weil man darf ja nicht vergessen, ICE fährt ja normalerweise noch solche Kurven und nicht solche Kurven. Aber mir hat einige Leute gesagt, der ICE 1 ist eigentlich eine Kurvensau, wie er so schön gesagt hat. Das heißt also, dass der alles mitnimmt, rückwärts, vorwärts, egal. Er sollte auch bei mir laufen, aber ich gehe davon aus, dass meine Wagen einfach nur 0815 sind. Das kommt davon, wenn man Geld spart, Jens. So, jetzt möchte ich erstmal richtig eingleisen hier. So. Aber ihr wisst ja selber, was eine ICE-Waggon kostet. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und meine waren halt etwas günstiger. Und das ist die Strafe dafür. Vielleicht sollte man auch wirklich mal das so machen, wie der eine gesagt hat. Statt immer nur Schn kaufen, mal das Geld etwas aufheben und etwas Richtiges holen. Aber ich habe gesehen, was ein neuer ICE kostet. Da ist mir schlecht geworden. Sorry. Das geht gar nicht. So. Dann gucken wir mal, was wir richtig Gleis haben. Ja, das haben wir. Jetzt müssen wir noch mal schauen, ob alles richtig eingestellt ist. Ja, das ist. Das müsste auch das richtige Gleis sein. Ja, das ist. Na komm, fahr raus. Ja, das fängt schon wieder gut an. Das ist der Vorführeffekt. Aber doch gerade draußen, bin ich bescheuert. So, und jetzt kann ich euch nämlich sagen, warum das Laufen passiert, dass man nicht rückwärts fahren kann. Vielleicht kann man es erkennen. Ich werde mal ein bisschen näher rangehen. Könnt ihr sehen? Also ich würde mal sagen, da hat jemand kräftig dran rumgeschraubt. Oder dran rumgeschliffen oder geschnitten. Ich will den jetzt nicht rausbauen, weil das Zusammenstecken dieses Zuges, das ist, ihr wisst es selber, wer Fleischmann hat, Sisyphusarbeit. Hier auch, genau das Gleiche.
eindeutig was weggeschnitten. Ob das jetzt daran liegt, dass der Zug ständig in Gleis ist beim Rückwärtsfahren, weiß ich nicht. Gerade war er ja auch wieder draußen. Habt ihr ja auch gerade gehört, wie so... Ja, schade. Aber länger sollte er nicht sein, weil dann passt er ja nicht mehr in mein Bahnhof rein. Ich habe zwar noch zwei Wagen, aber die hänge ich jetzt auch nicht dazwischen. Bringt nichts. Erstens will ich den Triebkopf nicht quälen. Ja. Und zweitens möchte ich auch nicht, dass es laufend zur Entgleisung kommt. Weil umso mehr Wagen du ranmachst, umso schlimmer wird es. Leider. Keine Ahnung warum. Ja. Dann fahren wir mal los hier und hoffen, dass alles ordentlich funktioniert. Jetzt bin ich gespannt. Vorführeffekt. Na, na. Okay. Wir machen erstmal noch eine Schleichfahrt. Natürlich kann ich auch oft drehen. Fährst du jetzt im Bahnhof oder fährst du jetzt geradeaus? Er fährt geradeaus. Gut. Ist halt nicht perfekt, der ICE 1. Aber dafür war er auch günstig. Fast alles günstig davon. Im Großen und Ganzen fährt er ganz gut. Bis auf diese Geschichte mit dem Rückwärtsfahren. Das kann ich akzeptieren. So. Fahren wir mal noch eine Runde, ein bisschen schneller. Mal sehen, ob er dann immer noch im Gleis bleibt. So, ist ja schließlich ein ICE. Also gibt es noch ein bisschen Stoff, mein Freund. Jetzt kommt es bestimmt zur Entgleisung. Und. Nee, klappt alles. Gut, da fahren wir jetzt aufs Hauptgleis. Und dann lassen wir ihn stehen. Jetzt passiert nämlich genau das, was ich gesagt hatte. Gut. So. Ihr seht schon, länger darf er nicht sein. Denn wenn er hier steht, da kommt nichts mehr vorbei. Und es bringt auch nichts, wenn man den dann auf dem Gleis hinstellt und dann hier so halb in die Kurve. Das ist unrealistisch. Also hier sollte er schon stehen. Das ist für mich noch gerade so akzeptabel. Und dasselbe auch hinten hier. Ich denke, es ist die perfekte Länge. Klar, es ist nicht die Originallänge, das weiß ich auch. Die Originallänge ist ja zwölfteilig. Aber wo soll ich den dann hinstellen? Da ist ja kein Platz mehr. Ne? Das ist ja dann ein bisschen unrealistisch. Aber wie gesagt, ich habe noch zwei Wagen übrig. Da. Nochmal zwei Wagen. Das ist einmal, das sieht aus wie ein Servicewagen. Erste Klasse, den hatte ich schon dazwischen. Ist nicht mehr perfekt. Und dann den hier, der passt überhaupt nicht rein. Weil das ist nämlich vom IC2. Gut. Die könnte ich jetzt noch mit dazwischen hängen. Aber ich habe es euch ja gerade erklärt. Bringt nichts. Also bleiben Sie hier hinten. Herrsch. Okay. So, das war der ICE. Jetzt könnte ich euch natürlich noch den Güterzug vorführen. Mit den zwei V110, wo ich heute übrigens auch zweimal in Gelb gesehen habe, mit grauen Wagen. Also so einen Zug habe ich auch noch nicht gesehen. Drauf stand Netztechnik oder Messtechnik oder sowas ähnliches. Ich konnte leider in diesem Moment nicht filmen, denn ich habe ja schließlich eine Arbeit. Und wenn ich während der Arbeit gerade einen Rollstuhlfahrer helfe, werde ich ganz bestimmt nicht das Handy rausnehmen und dann den Zug filmen an der S-Bahn-Haltestelle. Ihr müsst euch nämlich vorstellen, bei uns hier in Leipzig, da ist es so, auf der einen Seite in Gohlis, also beim Arbeitsamt, ist ein Fahrstuhl und auf der anderen Seite eine riesige Treppe und da ist kein Fahrstuhl. Und der gute Mann wollte mit seiner Frau nach unten und konnte aber nicht. Also habe ich geholfen, das ist ja nun meine Aufgabe.
Ich habe den Rollstuhl runtergetragen und ich habe die Sachen runtergetragen und er musste langsam mit seiner Frau nach unten laufen. Und in dem Moment, als ich gerade den Rollstuhl unten absetzte an der Treppe, also Treppenabsatz, kam dieser wunderschöne Zug vorbei mit den zwei V110 oder 210, keine Ahnung, was das jetzt. Also ihr wisst schon, solche hier da, da in Gelb. Und dann graue Wagen dazwischen mit so einer komischen Kanzel. Also das sah aus wie so ein Ausguck hier beim Stellwerk, also so hier. So sah das aus bei dem Einwagen. Da guckte auch einer raus und grüßte auch. Ja, filmen konnte ich trotzdem nicht. Ja, vielleicht weiß einer, was das für ein Zug war. So, den habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Weil vorne und hinten den Lok bei so ein paar Waggons. Seltsam. Keine Ahnung. Naja, gut. Das war das erste Mal mit diesem Zug. Und überhaupt mit meiner Anlage. Und wie gesagt, jetzt stelle ich erstmal das Ding wieder hierher und drehe den Bildschirm um. Und wie gesagt, ich teste jetzt erst einmal die Kamera noch einmal ein paar Tage. Vielleicht kriege ich das ja auch hin. Mit dem richtigen, hast du schon das Licht vergessen auszumachen, Jens? So. Mit dem richtigen Programm finde ich vielleicht raus, wie ich das ordentlich hochladen kann in 16:9. Dass es auch so bleibt, wie es jetzt auf der Kamera ist. Denn was mich nämlich wundert an der Sache, wenn die Kamera kein 16:9 könnte, wäre kein 16:9 Bildschirm drin. Ist ja auch. In 2008 gab es schon HD und 16:9. Brauchen wir nicht drüber reden, das ist bestimmt mein Fehler. Irgendwas mache ich verkehrt bei dem Ding, weil das Format Mod sagt mir gar nichts. Kenne ich nicht. Gut. So, meine Anlage, wie gesagt, am Bauen. Muss ich mal sehen. Ach ja, ich habe ja noch was gekriegt von dem Tausch. Und zwar eine ganze Kiste Gleise mit ungefähr 10 Weichen. Alles Rocco. Und einen Haufen Gleise, alles Rocco. Eine Dreifachweiche war nicht dabei, aber das ist nicht das Problem. Denn ich bekomme eine von Steve von Facebook. Und die werde ich jetzt demnächst bekommen, hoffe ich jedenfalls. Ja, gut, mehr gibt es da jetzt erstmal nicht zu sagen. Ich sollte noch jemanden grüßen. Moment, ich habe es noch nicht vergessen. Da hole ich mal das Handy jetzt her. Jetzt kann ich das ja machen. Ins Handy schauen. Ich schaue jetzt da rein und werde das Ganze, ich kann mir nicht alles merken, es tut mir wirklich leid. Ich bin halt ein alter Mann. Ich sollte nämlich etwas ganz Bestimmtes machen und das werde ich jetzt auch einhalten, wenn ich es finde. Moment. Das war's nicht. Wo ist es denn nun? Och, das ist unfair. Ja, seht ihr Leute, so ist das. Wenn ich etwas vorhabe und ich möchte es beweisen, dass ich das einhalte, dann klappt es wieder nicht. War das die? Nein, die war es nicht. Es war eine Frau. Ja, ich habe es gefunden. So, und zwar folgendes. Hör genau zu. Lieber Martin, deine Frau, Silke, hat nichts dagegen, dass du meine Videos laut schaust. Denn sie liebt dich. Ich habe es abgelesen, es tut mir leid. Aber ich mache es gerne. Ich hoffe, du hast es jetzt gehört. Lieber Martin, Nachname steht bloß da, Silke K. aus H. Vielleicht weißt du ja, wer gemeint ist. So, das war das. Handy weg. Geht noch weiter. Und zwar möchte ich euch noch etwas zeigen. Und zwar habe ich bekommen, upsala, da ist es. Gestern war jemand bei mir zu Besuch. Und zwar hat mir jemand etwas mitgebracht. Und zwar diese wunderschönen Autos. Vielleicht kann man sehen. Und diese Autos haben vorne und hinten Beleuchtung. Ich werde in dieses Video auch verlinken, wo ihr das findet. Aber ich kann euch ja schon mal sagen, von wem ich das organisiert habe oder von wem ich das organisiert habe. Sehr, sehr günstig. Also sehr zu empfehlen, auch hier ein paar Lampen. Die kommen an meinen Bahnhof. Da. Alle aus Metall mit LED. Super günstig. Bin ja mal gespannt, ob ich das hinkriege mit dem Austausch der Lampen. Dieser gegen die jetzt dastehen. Und natürlich habe ich auch dort organisiert mir das hier. Auch wieder super günstig.
Ist sehr zu empfehlen. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Wie gesagt, ich werde ein paar Bilder verlinken. Wenn ich das dann entfitzen kann hier. Lieber Jens, entfitz das doch mal bitte. Es geht jetzt nicht zu entfitzen. Ist nicht so schlimm. Vorführeffekt. So, da könnt ihr sehen. Das sind Autos. Versporen. Und vorne und hinten sind die beleuchtet. Einmal weiß und einmal mit roten LEDs. Die müsst ihr mit 3 Volt betreiben. Die Lampen, wie gesagt, auch mit 3 Volt. Das heißt also, ihr müsst da... Das ist halt jetzt nicht so schön mit dem Fitz hier. So. Also diese hier mit 3 Volt betreiben, die kleinen Autos mit 3 Volt betreiben. Aber die Busse, diese hier, die Busse, die könnt ihr mit 12 Volt betreiben. Das könnt ihr jetzt eigentlich mal ausprobieren, um euch zu zeigen, wie das aussieht. Jetzt nehme ich den ganzen Kasten mal weg. Und probiere das mal aus, ja. Ich hoffe, ich mache es nicht kaputt. Kleinen Moment, Freunde. Den stelle ich jetzt einfach mal aufs Gleis. ICE kommt raus. So. Und dann wollen wir mal gucken, ob das klappt. Und dann zeige ich euch, wie das aussieht. So. Na komm, her, mein kleiner Bus. So, den stelle ich jetzt einfach mal aufs Gleis. Hoffen wir mal, dass es keinen Kurzschluss gibt. Ich habe immer so ein Glück damit, Kurzschlüsse zu produzieren. So, Moment. Das hält nicht. Schade. Dann müssen wir festhalten, Jens. Hält die jetzt fest? Ja, jetzt hält's. Ja, und es funktioniert. So, Freunde, dann zeige ich euch das mal. Hier ist dieses wunderschöne Automobil oder dieser Bus. Und den machen wir erstmal an. So sieht das Ganze dann aus. Ja. Und hinten rot. Sehr schöne Busse. Natürlich ist der Nachteil, und ihr könnt es vielleicht sehen, die Türen sind auf der anderen Seite. Könnt ihr euch ja vorstellen, dass das bestimmt japanische Busse sind. Aber trotzdem eine coole Sache mit den Bussen. Und die machen mit Sicherheit auch was her auf der Anlage. Man kann das dann beliebig variieren mit dem Licht, dass es heller oder dunkler brennt. Und ich finde, wenn diese Busse bei mir hier auf meiner Straße sind, später, da, macht das bestimmt was her. So, machen wir den Bus mal wieder ab. Also das ist der nochmal. Davon habe ich 2 Stück. Einmal in Rot. Kann ich wohl das Licht anmachen. So. Jetzt ist der Ständer abgegangen. Oh Mann. Oh. Einmal in Rot und einmal in Blau. So. Oder ist das Grün? Naja, so ein grünliches Blau ist das halt. Aber wie gesagt, die Busse sind halt japanische Busse. Aber aus Metall. Und Verarbeitung finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber ist auf jeden Fall eine coole Sache. Die Autos könnte ich euch jetzt auch noch zeigen, aber da muss ich einen Widerstand dazwischen hängen. Und das ist zu viel Fummelei. Ihr habt es an den Bussen gesehen, es sieht wirklich sehr schön aus. Und bei den Lampen ist es genau das Gleiche. So, gut. Und wo findet ihr das Ganze? Nun, ihr findet das Ganze bei eBay, und zwar bei dem hier. Das ist der eBay-Händler. Da könnt ihr ja mal schauen, ob er da was Passendes für euch findet. Er bietet noch ein paar andere Sachen an. Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit den Sachen, die ich jetzt mir organisiert habe, oder besser gesagt, die er mitgebracht hat. Denn er war ja, wie gesagt, bei mir. Und hat mir auch noch das aufgeschrieben. Ihr könnt dann Stopp drücken, um genau zu sehen, wie das Ganze sich verhält, wenn ihr diese Sachen auch bei ihm erwerbt. Also Busse 12 Volt, Autos 3 Volt mit Widerstand und Laternen auch 3 Volt mit Widerstand. Gut, so. Da ich jetzt aber leider der Ständer abgefallen ist, da muss ich mich leider jetzt anders verabschieden von euch. Und zwar verabschiede ich mich jetzt, indem ich die Kamera einfach in der Hand halte. Ich hoffe, dieses Video, dieses zweite Video hat euch gefallen.
Wenn das Video jetzt wieder in 3 zu 4 hochgeladen werden sollte, ich versuche es jetzt erstmal umzuschreiben, ob das auch klappt, werden wir dann sehen. Wenn nicht, werde ich dann wohl wieder in Zukunft mit dem Handy drehen. Schade. Der Akku hier ist noch ganz gut, hat noch volle Leistung, wie ich sehe, und ich bin bei 20 Minuten. Und ich denke mal, wenn ich da einen Film mache von dem BW und den Drehscheiben und dem anderen Zeug, reichen bestimmt 40 Minuten für die Batterie aus. Und ja, das werden wir ja dann sehen. Mit den Worten bin ich jetzt erstmal weg. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich am Wochenende was mache an meiner Anlage. Erstens wegen Wetter. Zweitens, ob ich mir Fahrrad ausleihen kann. Dann werde ich eventuell noch was filmen. Und drittens, es kommt etwas Tolles im Fernsehen. Ich denke, es kennen bestimmt einige. 24 Stunden von Le Mans auf Eurosport. Und das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ich bin nur mal ein Autofreak. Also mir gefallen Rennautos oder... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Alles, was schnell fährt. Auch was auf der Straße fährt. Ja, auch sowas. Man muss ja sich variieren, ne? Gut, mit den Worten bin ich jetzt erstmal weg. Und wie gesagt, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und ihr könnt mir ja gerne ein Like da lassen für das Video, wenn es euch gefallen hat. Und ja, mehr sage ich dazu nicht. Und an dich, Martin, denk an die Videos. Mach schön laut, dass dein Silke das hört. Tschüss.